Team Deathmatch. Immer an die Mission denken. Yo Leute, was geht ab? Ist wieder Frank der Banger. Erstmal hier Starter-Doppelabschuss. Und deswegen sollte man auch das Auto, das da steht, erst explodieren lassen, wenn man auf der anderen Seite auf Array startet. Ein Team Deathmatch habe ich mal wieder am Start. Nicht wundern, ist es nicht mit meinem Account erspielt, sondern mit German Filz Account. Das war auch genauso der Fall wie beim letzten Gameplay, dass ich da gechillt habe und das erspielt habe. Ach nein, das war ja das Gastcommentary. Haha, was ich das letzte Mal gemacht habe. Deswegen konnte ich auch so lange nichts mehr bringen, weil ich ein Gastcommentary bei German Phil gemacht habe. Ich musste für die Schule was machen, für Referat und so. Habe ich gestern gehalten, Geschichte. Also das war auch schon mal, boah, eine Arbeit mal wieder. Naja, habe ich hinter mir. Aber darum soll es ja heute mal nicht gehen. Sondern es stehen Sachen an. Erstmal hier die, Team Deathmatch habe ich schon gesagt, die Klasse ist die AUG, da war ich damals auch schon der Fan von der AUG, dem Doppelmagazin, und habt ihr das gesehen. Second Chance, Bastard, sit down. Und von der Granate so weggesprungen, richtig skillmäßig. Naja, wie gesagt, das war alt. Ja, hatten wir noch nicht mal die HDP vor, als ich es erspielt habe. Und ich habe da mit der AUG Doppelmagazin gespielt. Auch war ich da schon Fan von der AUG, also die ist richtig geil. Ja, erstmal geiler Aim-Fail oder Zielen-Fail, irgendwie was, keine Ahnung was, Fail-Fehler, Zielfehler, ja, auf Deutsch hört sich ja ziemlich behindert an, aber egal. ja, und ich würde sagen, jetzt werde ich erstmal weggesnipert und jetzt kommt erstmal der Chopper für ein Stück, also bis gleich. Der war doch noch gar nicht vorbei, der Chopper-Song. Ach so, ja, da hat mich irgendein scheiß Wichser abgeschossen, aber... naja, Cobra raushauen, muss erst warten, bis der Chopper weg war. Ja, und da hat man es gesehen, German Phil, also Legend of Rambo mit 2 O. Meins ist mit einem O und 2 Ls, 2 kleine Ls links und rechts. Also das muss man unterscheiden. Kluge Menschen können das, nicht kluge können das nicht. Also das habe ich auch schon erlebt. Soll's geben, solche Leute, die nicht richtig lesen können, naja... Was soll man machen, ne? Wir haben wahrscheinlich ihre Bildung aus der Bild. Also, naja, der Gegner haben jetzt Hunde bekommen. Was weiß ich, wie das irgendwie passieren konnte. Und jetzt erzähle ich mal die anstehenden Sachen. Ich habe 2 Gast-Commentaries geplant. Wie ich ja schon erzählt habe, habe ich schon eins bei German Phil fertig gemacht, fertig kommentiert. Und dann habe ich noch eins geplant bei Zaro Gas COD. Irgend so einer mit 800 Abonnenten, der hat mich gefragt, aber das erzähle ich dann auch im Gastcommentary, wenn ich das kommentiere, wie das zustande gekommen ist. Auf jeden Fall richtig korrekt von dem. Finde ich cool und ja, hier gammel ich jetzt einfach rum. Oh, also in dem Gameplay gammel ich jetzt einfach rum. Warte auf die Hunde, will die eigentlich abschießen, aber hab's nur bei einem geschafft. Naja, jetzt sind sie aber wieder weg und jetzt wird weiter rumgegammelt hinter so einem Stein. Einmal werde ich auch noch meine Cobra erreichen, aber das ist ja eigentlich auch scheißegal. Das wird nicht reichen. Ja, das wird reichen. Und guckt euch das mal an. Hier, wie wenig Punkte die haben, obwohl die Hunde hatten. Also 27, 28 Kills. Also das zeugt schon mal, ja, davon, dass es ein richtig schlechtes Team ist. Und nur einer so einigermaßen was gebacken bekommt, wie es bei mir auch der Fall ist eigentlich in meinem Team. Aber nur, ich bin halt mehr King als der Beste aus deren Team und werde dann auch zum Schluss guter Letzt der King von dem ganzen Spiel sein, ne? So gehört sich das. Und jetzt habe ich die Extras noch gar nicht gesagt, wo ich das gerade hier sehe. Hardliner, ruhige Hand und Hacker. Ja, habe ich ja schon mal gesagt. Auk und... Oh, jetzt ist hier irgendwas runtergefallen, egal. Auk und ruhige Hand sind die geilste Kombination, ne? Habe ich euch schon mal gesagt. Nein, das ist echt geil. Also, der erste Kill oder der dritte oder so war das. Mit der Auk, mit der Waffe. Der war richtig geil, so aus der Hüfte. Kann man eigentlich
komplett chillen einfach nur noch. Das ist richtig genau. Und ja, was gibt's noch zu erzählen? Black Ops 2 wurde released, also das kommt dann am 13.11. raus. Ja, also das werde ich mir dann natürlich mal gönnen und mal ausprobieren, was sie uns da auftischen werden. Bin ich echt gespannt, freue ich mich auch ehrlich gesagt drauf, also mal was Neues auszuprobieren. Ich denke mal, ja, ich motiviere mich so persönlich damit. Besser, also es wird auf jeden Fall besser als MW3, das ist mal klar, weil MW3 ist von Infinity Ward. Black Ops, also Black Ops und Black Ops 2 werden dann von Activision und Treyarch sein. Deswegen denke ich mal, ja, dass sie sich da auf jeden Fall Mühe geben werden. Und Second Chance nehmen sie, denke ich mal, raus, weil es gab so viele Anklagepunkte gegen die zweite Chance und so. Das haben alle, also amerikanische Kommentatoren, deutsche Kommentatoren sagen das alle. Ich wage zu bezweifeln, dass sie uns deutsche Kommentatoren verstehen, aber ich denke mal, die haben es jetzt begriffen. Bei MW3 hat ja der Wonderhaar gesagt: No less than, so richtig behindert, ne, wisst ihr ja. Und ja, da haben sie schon die Spieler belogen. Also richtig dreist belogen. Die haben sich alle richtig gefreut, haben High Five gegeben. Ja, keine zweite Chance in MW3 und so. Aber dann wurden sie allesamt enttäuscht, weil sie es doch reingemacht und wurden alle strikt belogen. Und deswegen wäre es ehrlich gesagt ein Fehler, das nochmal reinzubringen. Und vor allem, weil mit dem Hintergedanken, dass die MW3-Hersteller, also Infinity Ward, mehr Noob-Spiele machen, also mehr die Spiele für Noobs machen, als wie für Black Ops. Ja, weil MW2 und MW3 waren so ähnlich mit Todesserien und so und Black Ops und World at War und so nicht. Also die von Treyarch und Activision. Also denke ich mal, freue ich mich auf Black Ops 2. Mal gucken, was draus wird. Gameplay ist vorbei. Abonnieren, kommentieren, Daumen hoch natürlich und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.